Hallo und herzlich willkommen zu unserem Let's Code C++. Heute sind im Anschluss an die ganzen Zahlen die Fließkommazahlen an der Reihe. Zu den Fließkommazahlen möchte ich mich gar nicht so lange äußern. Es gibt ein paar Fallstricke, die dabei zu beachten sind, denn dadurch, es liegt schon im Namen, dass Komma nie an der gleichen Stelle ist, kann ich entweder sehr große Zahlen damit betrachten, zu Lasten der Nachkommastellen, was bedeutet, dass die abgerundet werden. Oder ich kann sehr kleine Zahlen damit betrachten. Mische ich die beiden, also große und kleine Zahlen, also Zahlen mit vielen Nachkommastellen, dann produziere ich unweigerlich Fehler, beziehungsweise ich kann mich nicht mehr darauf verlassen, dass alle Nachkommastellen erhalten bleiben. Das liegt einfach daran, dass die interne Darstellung im Computer einfach nicht so, also wenn man diesen Zahlenraum ausreizt, einfach nicht mehr so einfach möglich ist. Und wer sich dafür interessiert, der sollte das Thema Gleitkommazahlen bei Wikipedia nachschlagen. Dort ist sehr ausführlich erklärt, warum das so ist und wie die interne Darstellung im Computer aussieht, die ich hier an der Stelle gar nicht so sehr betrachten möchte, weil das zu sehr in die Tiefe geht. Falls wir mal im Laufe der Zeit an ein Problem kommen oder an eine Stelle kommen, wo diese Verwendung der Fließkommazahlen zu Problemen führt, werde ich dann noch mal etwas detaillierter darauf eingehen, sofern das denn Sinn macht. An der Stelle möchte ich euch die Zahlen erstmal vorstellen. Wie bei den ganzen Zahlen haben wir unterschiedliche Zahlenräume, die wir hier betrachten können. Ich habe mir das schon mal hier vorbereitet. Der einfachste ist ein 32-Bit breites Feld mit einfacher Genauigkeit mit dem Datentyp Float. Im Unterschied zu ganzen Zahlen können wir hier nicht unsigned float verwenden. Fließkommazahlen haben immer positive und negative Zahlen zur Verfügung. So, was in der Bezeichnung der einfachen Genauigkeit oder Single Precision auf Englisch schon drin steckt, aber nicht mit dem Datentyp benutzt, also verbunden wird, Float von Fließkommazahl, steckt dann aber in der genaueren, genau in der doppelten Genauigkeit drin, Double Precision. Unser Datentyp heißt dann nämlich Double. Ja, hätte ich ein bisschen mit rumgespielt, ich mache das jetzt mal wieder weg, 0,0. So. Doppelte Genauigkeit heißt in dem Fall, wir haben doppelt so viel Bits zur Verfügung, um eine Zahl anzuzeigen. Wenn ihr mit Fließkommazahlen arbeitet, dann achtet darauf, dass ihr auch immer die gleichen Arten und Fließkommazahlen benutzt, weil bei dem Vermischen von Float und Double können sich etwaige Rundungsfehler, wie vorhin schon angesprochen, nur noch mehr verstärken. Ja, ich habe hier hinten auch gleich noch gekennzeichnet, dass diese Zahlen nach der IEEE, nach dem IEEE-Standard oder IEEE-Verfahren intern arbeiten. Das ist bei dem letzten Long Double nicht der Fall. Dort sind 80 Bit zur Verfügung und die verwendete Technik, um diese Fließkommazahlen zu nutzen, richtet sich nicht mehr nach dem IEEE. Ja, schön, dass ihr noch da seid. Ich habe jetzt hier gerade einen Schnitt eingefügt oder habe vor, das dann zu machen. Und zwar habe ich jetzt gerade 5 Minuten langweiliges Gestammel von mir ja weggeschnitten, weil ich der Meinung bin, dass ich da bei dem Thema selber nicht so fit bin. Aber es reicht gerade noch, um euch ein Experiment zu zeigen, warum es sinnvoll ist, bei ja Fließkommazahlen sehr vorsichtig zu sein. Und das machen wir jetzt einfach mal und toll, wie ich bin, habe ich auch hier was Wichtiges vergessen, damit nachher die Ausgabe auch klappt. Das habe ich nämlich vorhin auch festgestellt bei dem ersten Teil der Aufnahme oder bei dem ersten Durchlauf. Und wir definieren uns jetzt einfach mal zum Testen eine Float-Variable und packen da einfach mal 10 Mille rein. Hätte jeder gern auf dem Konto, wenn ich das so sagen kann. Also ich schon. So. Und irgendjemand schuldet mir vielleicht noch 25. Die Unsumme von irgendwie ein paar zerquetschten Cent, keine Ahnung, Inflation ist nicht mehr viel wert, das was er mir schuldet, und das soll jetzt auf meinen Kontostand draufgepackt werden. So, wir nehmen war 1 und war 2, weil zweimal die gleiche Variable dürfen wir nicht nehmen. So, und das Ganze können wir zusammenrechnen und dann
mit der bekannten Methode ausgeben, indem wir unser console_out verwenden. Klammern haben wir, glaube ich, bisher noch nicht viele gesehen. Brauchen wir nicht unbedingt. Ich mache das jetzt einfach nur mal, um das der visuell ein bisschen abzugrenzen. Da kommen Plus-Operatoren, weiß ich gar nicht, ob wir die schon hatten. Also war 1 und war 2 werden hier einfach zusammen addiert. Was mit ihr mit Integer ausprobieren könnt und problemlos klappt, werden wir jetzt hier einfach mal versuchen, ob das mit diesen Fließkomma-Dingens da auch noch so einfach klappt. Und deshalb kompilieren wir das einfach mal auf dem bekannten Weg. Huch, was ist los? Ah, seht ihr? Ich habe nicht gespeichert. Das ist ein sehr wichtiges Thema, gerade wenn man jetzt nur mit Editor und Kommandozeilencompiler kompiliert, da kann man dann schnell mal vergessen, was abzuspeichern. Moderne IDEs, die fragen dann vielleicht nochmal nach, jedes Mal, willst du wirklich speichern? Natürlich, klar. So, was wir jetzt hier feststellen, wir sehen gar nicht diese 1 Million und von den Kommastellen schon gar nichts. Warum ist 1e, was bedeutet das? Das bedeutet nichts anderes als 1 mal 10 hoch 6. Das e steht in dem Fall für 10 hoch und das Plus kennzeichnet dann den Exponenten. Ja, 1 mal 10 hoch 6, wer das sich ausrechnet oder in Matheunterricht aufgepasst hat, ich habe vorhin den Taschenrechner benutzt, um sicher zu gehen, der wird feststellen, dass das meine Millionen entspricht. Ja, nur wo sind jetzt meine 25 zerquetschten, inflationsbereinigten Minicent? Komisch. Die sind jetzt verschwunden. Ich kann jetzt mal versuchen, wir sind nicht ganz so pessimistisch, mal 25 Cent hier reinzupacken. Also das Ganze nochmal von vorn. Immer noch nichts. Naja, anscheinend sind die Zahlen zu groß. Gut, 1000 Euro lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Ah, damit geht's. Also, machen wir noch einen letzten Versuch. Machen wir mal 10.000. Oh, da sehen wir, da ist die Grenze. Da verschwindet jetzt auf einmal meine 5 Cent. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Und naja, was würde man jetzt spontan erwarten, um das zu beheben? Ha, die Lösung liegt scheinbar so nahe. Wir nehmen einfach doppelte Genauigkeit, weil wenn es doppelt so genau ist, ist mein Ergebnis doch sicher auch doppelt so genau, oder? Ach du Scheiße. Was jetzt? Also, ich meine, diese Millionen oder 10 Millionen passen ja locker in mein Double rein. Was soll das? Wie gesagt, lest euch den Wikipedia-Artikel durch, wenn euch das interessiert. Ansonsten lasst die Finger von Fließkommazahlen. Zumindest wenn ihr mit denen viel addieren wollt oder darauf angewiesen seid, dass euer Gehalt am Ende des Tages noch stimmt. Es ist einfach so, dass Fließkommazahlen intern im Rechner nicht wie ganze Zahlen einfach als binäre Darstellung, also als binäre Zahl gespeichert wird, sondern sie wird ähnlich wie das, was wir hier oben gesehen haben, 1 mal 10 hoch 6 gespeichert. Das bedeutet natürlich, dass eine kleine Zahl in ähnlicher Schreibweise gespeichert wird. Ich gebe die jetzt einfach mal so aus. Das müsste dann eigentlich reichen, um die Darstellung von kleinen Zahlen zu erläutern oder anzuzeigen. Genau, das ist dann nämlich 2,5 mal 10 hoch minus 6. Das entspricht rein rechnerisch auch genau 2,5, aber wenn ich mir jetzt das hier oben anschaue, 1 mal 10 hoch 6 und 2,5 mal 10 hoch 6, dann sind das minus 6 in dem Fall, das ist ganz wichtig. Dann müssen die alle auf einen Nenner gebracht werden. Und das ist jetzt mathematisch nicht ganz korrekt. Ich weiß, ich bin kein Mathematiker, ich bin Programmierer. Und an der Stelle muss ich euch halt einfach sagen, die Darstellung intern technisch ist halt im PC nicht so einfach. Also innen drin im PC. Und die werden dann, da werden dann halt häufig die Nachkommastellen einfach abgeschnitten, weil er das dann nicht mehr so einfach umrechnen kann. Ja, ich verweise wahrscheinlich zum 37. Mal auf den Wikipedia-Artikel. Es gibt noch andere gute Artikel. Ich werde einen weiteren vielleicht einfach mal hier rauspicken. Unter www.mpdvc.de Artikel Floating Point HTM.
Es ist eine sehr schöne Artikel, wie Fließkommazahlen aufgebaut sind in C++. Den solltet ihr euch selber durchlesen. Das ist ja hier nicht so, dass ich das einfach vorlese und dann sage, das habe ich gemacht. Nein, das war ein anderer, der viel intelligenter ist als ich. Und der zeigt auch hier sehr schön, wie intern so eine Fließkommazahl aufgebaut ist. Besteht aus dem Vorzeichen Bit, okay, plus minus, kann man sich noch vorstellen. Aus dem Exponenten und der Mantisse. Ja, und da hier im Prinzip sich das unterscheiden kann, wie man sieht. Nein, unterscheidet sich das nicht. Sehen wir das hier so einfach. Also das ist zum Beispiel hier einfache und doppelte Genauigkeit, stelle ich mir jetzt mal vor. Genau, Float und Double. Und da sehen wir, hier haben wir natürlich unterschiedliche Zahlenräume auch zur Verfügung und die passen einfach nicht so zusammen. Da wird das Thema halt gleich nochmal etwas ungenauer, wenn ich da mit re verschiedenen rechne, also Finger weg davon. Hier sind auch Beispiele und Probleme, die ihr selber nachvollziehen solltet, wenn euch das Thema interessiert. Ach, ich rede schon wieder viel zu lang. Lassen wir es diesmal gut sein und alles Gute und bis zum nächsten Mal.